draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Und zwar geht es heute um meine Rätselauflösung. Ich habe euch ja vor kurzem ein Rätsel aufgegeben. Und zwar ging es ja darum, dass ihr mal raten solltet, warum demnächst mehr Videos von mir online kommen werden. Und die sogar noch wöchentlich. Und naja, was soll ich sagen? Ich löse es einfach mal auf. Ja. Ihr könnt mir gratulieren, wenn ihr das wollt. Unten in der Kommentarbox ist, glaube ich, genug Platz. Und ja, wir freuen uns und sind sehr mit dem Ergebnis zufrieden. Und ja, wir finden es schön. Und alle, die es nicht schön finden, ja, ihr Problem. Und ja, können auch ihre negativen Kommentare dann für sich behalten. Ja, erstmal, wie ist es zu unserem erneuten Kinderwunsch gekommen, obwohl ich ja Stein und Bein darauf geschworen habe, nicht noch einen oder den Familienplan über Bord zu werfen. Also wir wollten ja eigentlich mit der Familienplanung abschließen. So war der Plan. Aber ja, wir haben uns spontan dagegen entschieden, weil es passt auch. Also es ist nicht so, dass wir uns es nicht noch leisten könnten. Also von daher, finanziell stimmt es schon. Und ja, wir wollten einfach noch ein Baby. Also mein Freund findet es ganz toll, in einer Großfamilie zu sein. Und ich finde es auch ganz toll, in der Großfamilie zu leben. Ich habe selber zwei Geschwister. Und ja, man hat als Geschwisterkind immer jemanden, zu dem man gehen kann, wenn man Probleme hat. Und das finde ich ganz schön. Ja. Und ja, ich wollte schon immer Kinder, aber ich hätte nie gedacht, dass es mal so viele werden. Aber ich bin ja die Übermutter schlechthin, wie man jetzt mittlerweile mitbekommen hat. Und ja, wir sind einfach zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, erstmal dazu, wir wollten ganz sicher gehen, dass es auch klappt. Deswegen haben wir angefangen, meinen Eisprung zu beobachten. Und das jetzt war der erste Übungszyklus, in dem es auch direkt geklappt hat. Und ja, ich habe mir ganz stinknormale Ovos geholt von Duchess Müller für, ich glaube, 8 Euro. Das sind diese hier. Und ich wusste so in etwa, wann mein Eisprung ist und habe dann einfach mal angefangen zu testen, obwohl man ja vor seinem Eisprung, ich glaube, 3 oder 4 Tage schon anfangen sollte zu testen. Ja, und ich mache es halt immer irgendwie ein bisschen anders und deswegen habe ich direkt am Eisprung getestet und das hätte auch schief gehen können, weil der hätte ja auch schon vorbei sein können oder keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich 3 Tage hintereinander getestet. Und zwar, ich glaube, das war der positivste. Das war am 23.11. Da war der LH-Anstieg. Das war am 24.11. Und das war am 25.11. Ja. Und da war er schon fast gar nicht mehr da. Und an diesen 3 Tagen haben wir auch geherzelt. Übrigens sind in der Packung 5 Stück drin und ich habe sogar noch 2 übrig. Keine Ahnung. Kann ich ja verkaufen, verschenken, wegschmeißen. Keine Ahnung. Ja, und ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass das klappt, aber ja, es hat dann wohl doch geklappt. Auf jeden Fall hatte ich am 1. Dezember eine leichte Schmierblutung.
Und die ging 3 Tage lang. Genau. Und nee, Quatsch. Am 27. Dezember hatte ich eine leichte Schmierblutung. Und die ging 3 Tage lang. Bis zum 1. Und ja, ich hätte nicht gedacht, also ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es vielleicht eine Einnistungsblutung sein kann, weil das ja doch schon recht zügig ging. Und ja, ich habe mich dann aber in Foren belesen und habe gegoogelt, was könnte das sein, weil ich hatte auch regelähnliche Schmerzen und konnte überhaupt nicht ausmachen, was hast du jetzt? Und naja, ich bin dann zum Arzt, weil in dem Forum ich erfahren habe, dass es eine Einnistungsblutung sein kann und dass man via Blutprobe schon rausbekommen kann, ob der HCG-Wert gestiegen ist. Also bin ich zu meinem Arzt gegangen. Der hat einen Urin- und einen Bluttest genommen, die aber beide negativ ausgefallen sind. Allerdings hatte ich eine sehr hoch aufgebaute Schleimhaut und 3 Zysten am linken Eierstock. Ja, somit bin ich wieder nach Hause gegangen mit keinem guten Ergebnis für mich und war auch eigentlich ein bisschen enttäuscht, aber ja, habe mich davon jetzt auch nicht weiter beirren lassen, habe alles so weitergemacht wie bisher. Und ja, ich wusste irgendwie, ich weiß gar nicht, eine innere Stimme hat mir gesagt, hey Michelle, da stimmt was nicht. Irgendwie kann es nicht richtig sein. Das ist einfach so früh, dass man im Test noch gar nichts Wirkliches ausmachen kann. Somit habe ich heute halt wieder einen Test gemacht, heute Morgen. Und der war ja, wie gesagt, positiv. Ich also wieder zum Arzt, habe ihm das gesagt. Er hat einen Urintest gemacht, der negativ ausgefallen ist. Es könnte deswegen sein, dass dieser Test, den er gemacht hat, dass er einfach nicht so empfindlich ist wie der von Clearblue. Also es hat er auch selber gesagt, dass dieser Test, den er hat, erst ab der 3. Schwangerschaftswoche anschlägt. Und ja, er hat dann Blut abgenommen und er meinte aber, dass diese Frühtests, weil am 10. müsste ich erst meine Regel bekommen, dass diese Tests vor dem Ausbleiben der Menstruation ziemlich ungenau sein können. Ja, er hat dann noch einen Ultraschall gemacht. Und ja, man konnte ja nichts erkennen, also man konnte noch nichts sehen, außer dass ein bisschen freie Flüssigkeit in der Gebärmutter war. Aber ja, man weiß halt nicht so wirklich, mit was das zu tun hat. Entweder könnte es sein, dass die Schleimhaut sich zum Abbau vorbereitet, so meinte er das, also dass ich meine Regel bekomme. Oder dass sich irgendwas eingenistet hat und dass deswegen die freie Flüssigkeit da war. Ja, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Und deswegen hat er mir halt eben Blut abgenommen, um ganz sicher zu sein. Und ja, jetzt muss ich einmal schlafen. Und dann kann ich auch anrufen. Und im Blut kann man das sehr genau nachweisen. Ja, man muss mit allem rechnen. Das könnte natürlich auch eine Eileiterschwangerschaft sein. Oder. Also, ja, einfach nicht verrückt machen. Aber es ist gar nicht so einfach, sich da nicht bekloppt zu machen, weil ich bin dann nach Hause und oder wollte nach Hause fahren und war gar nicht mehr so happy. Ja, und dann bin ich aber noch mal schnell am Müller vorbeigefahren, weil ich mir gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Du hast heute Morgen den Test gemacht und jetzt bist du beim Arzt oder warst du beim Arzt und der Test war negativ. Und ja, dann habe ich noch einen Test gemacht und ja, da stand wieder dasselbe. Also auf beiden Tests stand dasselbe Ergebnis und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt gerade. Ist das normal? Kennt ihr das? Hattet ihr das schon mal? Oder oh, ich wäre so dankbar, wenn ihr mir da
was sagen könntet. Und bitte, 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 bitte schreibt mir das, wenn ihr das kennt. Das wäre echt super. Ja, ansonsten kann ich dazu eigentlich noch gar nichts Wirkliches sagen, aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden und ja, beende auch hiermit das Video und ihr könnt mich verfolgen auf Facebook und Instagram und ihr könnt mich abonnieren und mir einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Also bis ganz bald. Ciao, eure Nishin.